So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Kaltheim Collector Booster. Habe ich vergessen, auf dem Channel aufzumachen, deswegen habe ich mal zwei bestellt. Nächst kommt noch mal eins. Aber beim Durchgehen ist mir aufgefallen, davon habe ich auch keins aufgemacht. Ich weiß nicht, in der Zeit habe ich sehr wenig Collector Booster aufgemacht. Wir haben Story Seeker 2x2 Lightlink. Mit hier oben ein Schlag drin. Okay. Alter, sind die schlecht im Foiling. Also es sieht auf der Kamera wunderschön aus. Es sieht in Person richtig scheiße aus. Das Guilder, 1-Mana-1-2 mit Boast. Wenn er angreift, könnt ihr 1 Mana bezahlen, um einen Gegner ein Leben verlieren zu lassen. Ihr kriegt ein Leben. Invoke the Divine. 3 Mana, Spontanzauber. Man zerstört einen Artefakt oder Verzauberung und kriegt 4 Leben. Priest of the Haunted Edge. 2-Mana-0-4. Tappen, opfern. Eine Kreatur kriegt -x-x, wobei x die Anzahl an Snowlands sind, die man aktiviert, die man hat. Man kann man nur in der Sorcery machen, das macht die sehr schlecht. Stalwart Valkyrie, 4-Mana-3-2. Man kann entweder 2 Mana bezahlen und eine Karte aus dem Friedhof exilen, statt die Mana-Kosten bezahlen. Das ist ein schöner Engel. Rune of Speed, für ein rotes und farbloses kann man ein permanentes verzaubern. Wenn ein Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte und die verzauberte Kreatur kriegt bis 1-0 in Eile und wenn man damit Ausrüstung verzaubert, kriegt die ausgerüstete Kreatur plus 1-0 in Eile. Spirit of the Elder Guard. 4-Mana-0-4, wenn sie ins Spielfeld kommt, durchsuchen unser Deck namens Snowland und bringen es auf die Hand. Und der kriegt plus 1-0 für jedes Snow Permanent, was man kontrolliert. Eine richtig gute Karte. Alter, Snow-Covered Plain. Boah, das Foiling ist schon hart. Also, das ist strange. What? Das ist nicht voll. Was ist das? Firia Retribution. 2 Weiße, 1 Schwarzes, 1 Farbloses. Man kriegt einen 4-4 weißen Engel-Warrior-Token mit fliegend Wachsamkeit. Das ist nicht schlecht. In der zweiten Saga bekommt man Engel, die man kontrolliert, kriegen Tappen. Man zerstört eine Kreatur mit Stärke weniger als diese Kreaturstärke hat. Und beim dritten Mal kriegen alle Engel Doppelschlag. Okay. Wow. Uff. Mystic Reflection, eine der Chase Rares dieses Sets. Ein blaues, ein farbloses. Man sucht sich eine nicht legendäre Kreatur aus. Das nächste Mal, wenn ein oder mehr Kreaturen das Spielfeld betreten, oder Planeswalker, werden sie zu einer Kopie dieser Kreatur mit Vorteil. Hammerkart. Harald unites the Elves. Für 4 Mana beim ersten Mal mildt man 3 Karten und bringt dann eine Elf- oder Tyvar-Karte aus dem Friedhof die Hand. Nee, ins Spiel sogar. Beim zweiten Saga-Ding kriegt man +1/+1 Counter auf jeden Elfen. Und beim dritten Saga-Ding kann man immer, wenn ein Elf, den ihr kontrolliert, angreift, kann eine Kreatur -1/-1 kriegen. So. Finn the Fangbearer. Das ist ein Hammer Artwork. 2-Mana-1/3 mit Death Touch. Und immer, wenn eine Kreatur mit Death Touch mit einer Schaden zufügt, kriegt der Poison Counter. Stimmt, die waren Poison Counter drin. Varagoth Bloodskyer Sire. Auch sehr hübsch. 3-Mana-2/3 mit Death Touch, mit Boast. Wenn er angreift, kann man 2 Mana bezahlen. Und ein Spieler eurer Wahl darf sein Deck nach einer Karte durchsuchen und die oben aufs Deck legen. Das ist gar nicht mal so kacke. Und was haben wir? Was zur Hölle? Firia, Judge of Valor. 2 Schwarze, 1 Weißes, 2 Farblose, 2-4 fliegend Lifelink. Immer wenn man den zweiten Zauber in einer Runde castet, guckt man sich die obersten 3 Karten des Decks an, nimmt einen davon auf die Hand und den Rest unter das Deck. Und wir haben einen Ezekas Carrier. Wie viele von diesen Artworks? Krass. 4-Mana-4-4 ist ein Vehikel. Wenn der Spieler kommt, kriegt er 2 Katzen, weil die Katzen den Wagen ziehen. Und wenn er angreift, kriegen wir eine Token, der Kopie eines Tokens ist. Geil. Wir haben einen Drachen bzw. einen Treasure Token. Alles klar. Das ist Hammer. Warum habe ich so lange gewartet mit den Collector Boostern? Uff. Gucken wir, ich freue mich drauf. Ich habe noch eins, ich freue mich drauf. Das kommt aber erst in 1-2 Wochen. Da sind noch ein paar Booster davor. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blackseed. Ciao, ciao.